Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Webinar oder Videotutorial zu PubMed, zu Literaturrecherche, und das ist ein Kurs für Fortgeschrittene. Mein Name ist Christian Appenzeller-Herzog und ich arbeite an der Universitätsbibliothek Medizin. Das ist der reguläre Kurs, den wir jeweils zweimal im Semester durchführen und den Sie jetzt per Video auch zugespielt kriegen und durchschauen können. Hier die Übersicht, um was es geht. Es wird drei Teile geben für dieses Video und dieses Video wird auch quasi in drei Teile aufgeteilt, dass Sie dann auch in der Mitte starten können. Am Anfang werde ich eine kurze Wiederholung aus dem Grundlagen-Literatur-Recherche-Kurs präsentieren. Das ist auch der Kurs, worauf dieser PubMed fortgeschrittenen Kurs aufbaut. Aber ein paar Wiederholungen gibt es noch im ersten Teil. Und dann kommt eigentlich der Hauptteil, wo ich sehr viel live zeigen werde im Browserfenster. Da geht es ein bisschen darum, was wo in PubMed zu finden ist. Wir werden freie Textwortsuchen eingeben und verstehen lernen. Und aufgrund dessen, was wir dort sehen, wie PubMed Textwortsuchen interpretiert, werden wir darauf aufbauend Phrasierungen, Suche nur in bestimmten Feldern, Wortstammsuchen oder Trunkierungen anschauen. Und wir werden dann auch zum Mesh-Vokabular kommen, das auch in der freien Textwortsuche schon automatisch verarbeitet wird. Sie werden sehen, ich werde Ihnen Anwendungen des Not-Operators zeigen. Wir werden am Schluss zu Filtern kommen und zur Frage nach Präzision und Sensitivität einer Suche, wie man daran schrauben kann, in die eine oder in die andere Richtung, also wie man Hits reduziert oder erweitert, je nach Bedürfnis. Und wie Sie sehen, gibt es auch zwei Übungen unterwegs, die Sie dann lösen können, indem Sie das Video kurz unterbrechen und die Übung durchführen und später wird Ihnen dann die Lösung präsentiert. Der Teil 1 ist, wie gesagt, die kurze Wiederholung aus dem Grundlagen-Literatur-Recherche-Kurs. Am Anfang eines jeden Literatursuchprojektes sozusagen ist eigentlich die zentrale Frage, wo wollen Sie hin? Für was oder was ist der Zweck der Literatursuche? Und im medizinischen Bereich gibt es da auf dem einen Seite Ende des Spektrums der Klinikalltag, wo man vielleicht schnell eine spezifische Antwort finden möchte auf etwas. Auf der anderen Seite des Spektrums ist der Systematic Review, wo sehr, sehr umfassende Literatursuchen dafür nötig sind. Und wohl irgendwo dazwischen ist, wenn man selbst eine wissenschaftliche Arbeit macht, wenn Sie vielleicht Studentin oder Student sind und Ihre Masterarbeit machen und dafür Literatur suchen möchten. Jetzt der Grundlagenkurs, der hat etwa hier Sie bis hierhin gebracht, was jetzt eingeboxt ist. Also das von so einer Forschungsfrage, dass Sie gelernt haben, wie Sie das mit den sogenannten Bool-Operatoren verbinden, vielleicht auch, wie Sie Klammern anwenden können. Genau, und jetzt gehen wir weiter. Das ist ein fortgeschrittener Kurs und das Thema heute wäre, dass Sie Suchanfragen in diesem Stil verstehen lernen und auch eingeben lernen, dass Sie lernen, was diese Klammern bedeuten, was diese Bezeichnungen in den eckigen Klammern bedeuten und so weiter. Also da möchten wir heute hin. Und Sie sehen, dass der Gebrauch von PubMed eigentlich sowohl für so intermediäre Suchen wie auch für ganz systematische Suchen, für Systematic Reviews geeignet ist. Und wenn Sie da nach ganz rechts möchten, dann denke ich, dass Sie mit dem Inhalt dieses Kurses wahrscheinlich noch nicht ganz am Ziel angelangt sein werden. Und wir empfehlen hier, lassen Sie sich beraten von Spezialisten, wenn Sie ganz professionelle und systematische Suchstrings haben möchten.
Gut, eine Fragestellung präzise zu formulieren ist ein wichtiger Anfang für eine Literatursuche und wir schlagen hier das PICO-Tool vor oder PICOS, wenn man noch das S dazu nimmt, das steht für Population Intervention Control Outcome und das S allenfalls für Study Design, falls man jetzt zum Beispiel nur randomisiert kontrollierte Studien sucht, also RCTs oder Systematic Reviews oder etwas anderes. Am Rande erwähnt, es gibt nicht nur PICO, es gibt einige andere solche Kürzel, die je nach Zusammenhang oder Setting dann auch besser geeignet sind. Unser Beispiel, das ich anwenden werde durch den ganzen Kurs, ist der Vergleich der Effekte der Behandlung von Depressionen, entweder mit Johanniskraut oder mit den klassischen Antidepressiva, den Serotonin-Wiederaufnahmehämmern, auf Symptomstärke. Und wir suchen da eben sogenannte RCTs, also diese randomisiert kontrollierten Studien, die diese beiden Behandlungsregimes quasi miteinander vergleichen auf einer randomisierten Basis. Und Sie sehen unten quasi die leeren Felder für das PICO-Framework. Und falls Sie das gerne selbst sich überlegen möchten, also von dieser Fragestellung jetzt auf ein befülltes, auf eine befüllte PICO-Tabelle kommen, dann unterbrechen Sie jetzt gerne das Video. Das ist, wenn man so möchte, schon eine kleine Übung und füllen Sie das selbst ein. Ich werde jetzt aufs nächste Slide schalten und da quasi meinen Vorschlag machen. Also da geht es bei der Population, geht es um Depressionspatienten. Da gibt es auch einige Synonyme davon, wo ich da ein paar schon vorgeschlagen habe. Die Intervention, die mit der Kontrolle verglichen wird, ist das Johanniskraut gegenüber den Serotonin Uptake Inhibitors, auch wiederum mit Synonymen. Das könnte auch vertauscht sein. Also man kann auch Serotonin Uptake Inhibitors mit Johanniskraut vergleichen. Das ist egal. Genau. Und der Outcome, den lassen wir jetzt hier weg. Und zwar lassen wir, also das wäre die Symptomstärke. Und warum lassen wir den weg? Es ist oft so, dass man nicht nach dem Outcome sucht, weil Outcome Begriffe auch oft gar nicht verwendet werden, gerade in einem Abstract. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass solche Abstracts von passender Literatur einfach sagen werden, wir haben Depressionen behandelt und haben Hypericum mit Serotonin Uptake Inhibitors verglichen und dass die Symptomstärke dabei angeschaut wird, das ist eigentlich selbstverständlich, das wird nicht explizit geschrieben. Und wie gesagt, ist das Study Design ein RCT, nach dem wir suchen werden. Die Boolschen Operatoren habe ich vorhin schon angeschnitten. Da gibt es vor allem das AND und das OR. Zwei Begriffe, die mit AND verbunden werden. Das bedeutet, dass beide Begriffe vorkommen sollen im gefundenen Hit. Und beim OR muss einfach mindestens einer der beiden Suchbegriffe vorkommen. Hier unten ist das grafisch dargestellt, zum Beispiel Cancer or Neoplasm. Das sind Synonyme und da ist es mir eigentlich egal, ob jetzt Neoplasm oder Cancer im Abstract steht. Das deckt mein Thema ab. Ich kann aber auch zum Beispiel eine Behandlung wie Bestrahlung, also Radiation, kann ich verbinden mit AND. Und dann bin ich wirklich interessiert an den an den Hits, wo halt beide Begriffe drin vorkommen. Not gibt es auch und vorerst lassen wir den weg. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich Ihnen später eine Anwendung von Not zeigen werde, aber meist führt Not zu ungewollten Ausschlüssen. Und da muss man damit aufpassen. Ich möchte das einfach so Ihnen weitergeben. Und wenn Sie Ihre Suchstrategien machen, lassen Sie doch einfach Not weg. Genau. Dieses Slide möchte jetzt eigentlich die PICO-Aspekte und die Bool-Operatoren miteinander verknüpfen und die Grafik dazu haben wir hier drüben. Also
die Schnittmenge, das Rote ist eigentlich die gesuchte Treffermenge. Und mit Bool-Operatoren aufgebaut bedeutet das, aus dem P, aus dem I, aus dem C und aus dem O-Element sollen je mindestens ein Suchbegriff vorkommen und das würde dann in der Grafik so aussehen. Und ein bisschen ausgeklügelter würde das bedeuten, dass man zu Population, Mesh-Terms, Sie werden gleich lernen, was das ist, und oder eben Textworte, also entweder oder, sollen vorkommen und so weiter, auch für Intervention, Control und Outcome. Wobei eben nicht unbedingt alle Aspekte der Pico-Frage vorkommen müssen. Siehe unser Beispiel, wo ich eben auch gesagt habe, Outcomes. Nach dem Outcome werden wir jetzt nicht suchen in dieser Johanniskraut Serotonin Uptake Inhibitor. Frage. Gut. Wo suchen wir? Der heutige Kurs ist über PubMed und Sie haben hier in der linken Spalte haben Sie mehrere Datenbanken, wo PubMed quasi eine Suchmöglichkeit ist. PubMed ist stark in klinischer Medizin und in Biomedizin. Also das ist das, was über PubMed abgedeckt wird. Es ist bei einer systematischen Suche so, dass man mindestens eine Datenbank dazu nehmen müsste, wahrscheinlich auch für eine Masterarbeit. Kann sein, dass das so erwartet wird von Ihnen. Zum Beispiel CINAHL ist eine Datenbank, die stark ist bei Pflege- und Gesundheitsberufsfragen und auch bei Health Sciences. PsycINFO ist dafür stark in der Psychologie und Embase ist sehr stark bei pharmazeutischen Wirkstoffen, also bei Pharmakologie-Fragen. Und es ist auch nie falsch, eine der Allrounder-Datenbanken oder der interdisziplinären Datenbanken dazu zu nehmen. Das ist Scopus und Web of Science. Sie sehen, dass diese beiden Datenbanken eigentlich breit interdisziplinär die Thematiken abdecken. Und damit kommen wir zu PubMed, dem Thema des heutigen, der heutigen Schulung. PubMed steht für Public Access to Medline Database. Das bedeutet, dass die Datenbank nicht PubMed heißt. Sie können das vergleichen wie eine Suchmaschine für das Internet. Also Sie können das Internet zum Beispiel mit Google oder mit Bing durchsuchen. Das Internet wäre die Medline-Datenbank und PubMed wäre Google oder Bing. Also Sie können auch Medline über andere Oberflächen durchsuchen als PubMed. Es gibt da Alternativen. Aber PubMed ist gratis. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Die Abstracts in PubMed sind frei zugänglich. Sie brauchen dafür nicht in einem universitären Netz eingeloggt zu sein. Das geht aus jedem Internetcafé und von privaten Anschlüssen aus. PubMed wurde letztes Jahr grundlegend neu gestaltet. Und jetzt mittlerweile ist das alte PubMed auch sistiert, also man kommt gar nicht mehr darauf. Es gibt nur noch das neue PubMed. Es ist die umfangreichste medizinische Suchoberfläche, bestimmt auch die bekannteste, denke ich, und das hängt auch damit zusammen, dass PubMed eben gratis ist. Es wird uns zur Verfügung gestellt von der amerikanischen Nationalbibliothek, von der NLM. Und es ist wirklich eine umfassende Datenbank. Es gibt jährlich ungefähr 1 Million neue Nachweise und insgesamt sind es über 30 Millionen Nachweise in PubMed. Und PubMed wird täglich upgedatet. Das sind mehrere tausend Hits, die jeden Tag dazukommen. Sie sehen, das ist ein sehr dynamisches Feld und auch ein Feld, wo es, wenn man in der Forschung ist, sich lohnt, da up to date zu bleiben und immer wieder zu suchen. Okay, ich möchte noch etwas, einen kleinen Exkurs mit Ihnen machen zu der Frage, dass Abstracts frei zugänglich sind. Und zwar haben wir festgestellt, dass es da jeweils ein bisschen Missverständnisse gibt, zu was PubMed eigentlich beinhaltet und was eben auch nicht. Also wie ich habe betont, dass Abstracts frei zugänglich sind. Alles, was es auf PubMed gibt, gibt es gratis. Aber das beinhaltet nicht die Publikationen an sich. Oder man kann dem auch die ganzen Artikel oder die Volltexte sagen.
Und bei diesen Texten ist es so, dass sie weder durchsucht noch heruntergeladen werden können in PubMed. Und ich möchte zu diesen beiden Aussagen, möchte ich gerne mit Ihnen einen kleinen Exkurs machen. Ich schalte jetzt zum Browser hinüber und ich möchte Ihnen zuerst zeigen, dass man Volltexte nicht durchsuchen kann in PubMed. Also das hier ist die PubMed Homepage und ich werde als Beispiel, werde ich eine etwas technische Anfrage mit Ihnen eingeben, und zwar Castrocnemius. Ja, ich möchte das aber in Anführungszeichen haben. Genau, das ist der Skelettmuskel. Ups, das wollte ich nicht. Ich schalte gleich wieder zurück. Okay. Also, Gastrocnemius mit C. Ich bin gleich soweit. So, und ich möchte das mit einem Boolean AND verbinden mit Lysis Buffer. Das ist ein sehr technischer Begriff. Lysis Buffer ist eine Flüssigkeit, die eigentlich gebraucht wird, um ein Zellpräparat quasi in Lösung zu bringen, also zu solubilisieren, damit man es nachher irgendwie im Labor analysieren kann. Sie können sich vorstellen, dass Lysis Buffer ein Begriff ist, der wahrscheinlich nicht unbedingt so oft in Abstracts verwendet wird. Das ist ein Begriff, der eher in einem Methodenabschnitt, wie er in einem Volltext auch vorkommt, drin beschrieben ist. Man kann sich aber die Situation eigentlich lebhaft vorstellen, weil vielleicht haben Sie selbst ein Projekt, wo Sie mit Skelettmuskeln arbeiten und Sie kriegen die nie sauber in Lösung und vielleicht sagt Ihr Professor oder Sie finden auch selbst, ich möchte jetzt mal schauen, wie das andere machen, und dann geben Sie diese Suchanfrage ein, damit Sie möglichst Antworten kriegen. Und wenn Sie jetzt danach suchen, dann kriegen Sie null Treffer in PubMed. Das ist nicht ganz unerwartet und das liegt eben daran, dass PubMed nur die Abstracts durchsucht, aber eben nicht die Volltexte. Und um Ihnen das zu illustrieren, möchte ich jetzt mit Ihnen zum kleinen Bruder zu PubMed gehen. Ich scrolle ganz nach unten. Wir haben hier PubMed und wir haben PubMed Central. Ich klicke mal jetzt hier drauf. Und PubMed Central ist eine Volltextdatenbank von einer kleinen Untermenge, aber hier steht es, da hat es 6,7 Millionen. Ich habe Ihnen gesagt, PubMed hat über 30 Millionen. Und PubMed Central, da sind wirklich die Volltexte hinterlegt, die eben auch, also wo es legal ist, die eben gratis zu durchsuchen sind. Und wenn ich da jetzt diese gleiche Suchanfrage starte, dann kriege ich Tausende von Treffern. Und in diesen Treffern werde ich, wenn ich da einen angucke, ich gehe mal hier auf den ersten Treffer, und in diesem Treffer, weil das eine Volltextdatenbank ist, habe ich jetzt nicht nur den Abstract, sondern dann geht es weiter mit Introduction, Results, und irgendwo wird dann auch der wahrscheinlich Materials and Methods oder Experimental Procedures. Hier Experimental Procedures und dann sind hier die Methoden beschrieben und wahrscheinlich finde ich jetzt hier irgendwo Lysis Buffer, und wenn ich ein paar dieser Hits aus PubMed Central durchsuche, werde ich wohl eine Antwort finden, vielleicht was für Solubilisierungslösungen andere Leute verwenden, um Skelettmuskulatur aufzulösen. Okay. Also Volltexte sind nicht durchsuchbar in PubMed, aber was Sie jetzt nebenbei gelernt haben, in PubMed Central schon. Ich komme jetzt zurück zu PubMed. Ich gehe direkt auf diesen Artikel hier, den ich in PubMed suche. Hier haben wir den Abstract und die ganzen Angaben bei einer Abstract View, Similar Articles, Cited By, hier kommen Mesh Terms unten dran, das werden wir alles sehen. Aber worauf ich jetzt gehen möchte, ist oben rechts haben Sie diese sogenannten Full Text Links.
Da können wir hinklicken. Sie haben ja übrigens auch einen Link zu PubMed Central. Ich nehme jetzt den obersten Link, das ist der Uni Basel-Link. Und ich nehme jetzt den obersten Link, der geht direkt zur Zeitschrift, zum Journal. Und hier komme ich jetzt ebenfalls. Ups, das ist jetzt gerade ein sehr schlechtes Beispiel. Das tut mir leid, weil da hat irgendwie das Journal eine neue Website gemacht. Aber normalerweise würde man da auf den Volltext kommen. Ich klicke jetzt auf den PubMed Central Volltext. Da waren wir vorhin schon und damit kommen wir auf den Volltext. Was ich betonen möchte, ist, dass diese Volltext-Links, die bringen mich außerhalb von PubMed. Also die bringen mich raus aus PubMed. PubMed kann mir die Volltexte nicht anzeigen. Und es kann auch sein, je nach Umgebung, wo ich bin, dass ich diese Volltexte gar nicht legal herunterladen kann, sondern dass ich mir die kaufen muss. Oftmals im Universitätsnetz ist es so, dass man diese Rechte hat, diese Volltext anzugucken. Das liegt aber daran, dass die Universität dafür zahlt. PubMed gibt mir nicht die Volltexte. Und damit komme ich zurück zu diesem Slide. Also ganze Artikel Volltexte können in PubMed weder durchsucht noch heruntergeladen werden. Das ist das Ende meines kleinen Exkurses. Ich zeige Ihnen noch ein paar nützliche Links zu PubMed, den Zugang über die Uni Basel, wo Sie Uni Basel Volltext Rechte kriegen. Es gibt Online-Trainings, es gibt auch YouTube-Tutorials, ein User Guide und es gibt auch Schulungen bei uns an der UB Medizin, wie zum Beispiel die Schulung, die Sie jetzt im Moment sich gerade ansehen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war Teil 1 der Schulung. Weitere Informationen oder Support in der Literaturrecherche können Sie bei uns kriegen. Das ist die Website dazu und das ist meine E-Mail-Adresse. Okay, vielen Dank fürs Zuhören und ich beende diesen Teil 1.